Hallöchen und weiter geht's mit Jurassic World. So, wir checken erstmal unsere Dinos, sammeln natürlich unsere komplette Kohle erstmal ein. Ach so, der ist hier gerade im Training, in der Evolution bzw. in der Entwicklung. Von daher können wir da nichts einsammeln. Den checken wir natürlich gleich gemeinsam ab. Gucken, ob wir den entwickelt kriegen. Wäre auf jeden Fall eine geile Sache. Werden wir sehen, wie ihr sagt. So, dann sammeln wir hier erstmal alles ein, was wir einsammeln können. Gucken dann natürlich, was wir hier für Kohle auf Tasche haben, ob wir eventuell hier noch ein bisschen was ausbauen können, werden wir dann gemeinsam sehen. Aber wie gesagt, wir sammeln erstmal alles ein und dann sehen wir weiter. Ist auf jeden Fall mal ein bisschen anstrengend, hier alles anzuklicken, aber naja, da müssen wir eben durch. Ist eben so. Kennt ihr aus anderen Spielen bzw. anderen Apps genauso, von daher ist es halt so, wie es ist. Aber so ist es auf jeden Fall eine coole App. Also ich finde es auf jeden Fall richtig nice. Mir macht es extrem viel Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Coole App auf alle Fälle. So, dann haben wir das erledigt. Kohletechnisch sind wir wieder relativ gut bestückt. Was machen wir als nächstes? Wir sammeln erstmal in der Nahrungsproduktion unsere Nahrung ein und können jetzt natürlich mal gucken, ob wir unsere Nahrungsproduktion irgendwie ausbauen können. Können wir für 200.000, ich würde sagen, das machen wir auch gleich. Dauert jetzt natürlich 4 Stunden, aber damit können wir leben, denke ich. Von daher ist alles im grünen Bereich. Nahrungstechnisch sind wir so gut bestückt, dass wir uns da eh keine Platte machen müssen. So, können wir hier eventuell einen Dino ausbrüten? Jo, können wir. Hier haben wir auf jeden Fall ein paar am Start. Wen nehmen wir da? Ich würde sagen, brüten wir den einfach aus. Dauert 6 Minuten, damit können wir auch leben. So, dann haben wir hier unsere Evolution, die checken wir natürlich ab und. Alter, richtig knappe Ding, hat aber gefunzt. Wir haben jetzt einen 2-Sterne-Tyranno-Titan am Start, richtig geile Sache. So, den können wir uns so gleich nochmal angucken. Hier haben wir ihn, könnten den jetzt auch füttern, wenn wir wollten. Hallo, was wartet jetzt? Wollte eigentlich nur einen Screenshot machen. Ich weiß nicht, was das gerade für eine Aktion war. Jetzt ist es nochmal ausgegangen. Sorry dafür. Aber wir checken natürlich gleich nochmal unseren Tyranno-Titan und gucken, was da so geht bei ihm. Den füttern wir auf alle Fälle, oder? So, hier haben wir ja Dinosaurier-Seltenheit. Grad Kampfereignis am Start. So, wie gesagt, den pimpen wir jetzt erstmal eine Runde. Füttern den natürlich so weit, wie wir können, bis auf Stufe Nummer 20 und gucken dann, wie stark er wirklich ist. Ob wir den natürlich im Kampf nutzen können, wissen wir nicht. Auf jeden Fall nicht in dem Eventkampf hier, in dem Dinosaurier-Seltenheitsgrad. Kampfevent, da können wir nicht nutzen, weil wir brauchen da extrem seltene Dinos, wie ihr seht. Von daher fällt es flach. So, was machen wir dann? Wir checken erstmal ab, wen wir hier noch am Start haben. Ich glaube, wir haben einen neuen Fleischfresser hier irgendwo rumzusitzen. Allosaurus, wo haben wir den? Wo haben wir den? Wo haben wir den? Muss ich selbst mal gucken. Haben wir den hier? Nee, haben wir auch nicht. Gucken wir einfach mal durch. Hier irgendwo haben wir ihn. Den können wir auf jeden Fall noch entwickeln. Das ist auf jeden Fall eine richtig wichtige Sache. Oh, war das ein Amphibien? Ich weiß es ja nicht mehr genau. Ich glaube, das war so ja ein Amphibien. Den haben wir auf 30. Ich weiß es ja nicht genau. Müssen wir mal gucken, was wir hier noch so haben. Wen haben wir hier? Hier haben wir ihn. Den können wir auf jeden Fall entwickeln. Das würde ich sagen, machen wir auch gleich mal, weil, wie gesagt, im Kampf können wir ihn auf jeden Fall relativ gut nutzen. Wie gesagt, wir haben ja hier so ein Event. Da ist es auf jeden Fall extrem heavy, extrem schwer, hier zu gewinnen. Von daher brauchen wir auf jeden Fall einen Amphibien, der ein bisschen stärker ist. Aber ich würde sagen, wir probieren es trotzdem im Vorfeld nochmal aus. Vielleicht mit ein bisschen Glück können wir packen. So, wie gesagt, hier haben wir einen Pflanzenfresser.
den können wir natürlich mit einem Fleischfresser relativ gut besiegen. Von daher würde ich sagen, nehmen wir den gleich mal mit ins Boot. Gehen gleich nochmal auf Info, was kommt hier als nächstes? Ein Fleischfresser, da brauchen wir Amphibien. Da haben wir natürlich nicht so einen starken am Start, wie ihr seht. Von daher nehmen wir den jetzt einfach mit, so wie er ist. Erstmal checken wir das einfach mal ab, ob wir das auch so packen. Und dann haben wir als letztes einen Amphibien. Den können wir natürlich mit unserem Flugsaurier besiegen, wenn wir ein bisschen Glück haben. So, dann probieren wir das einfach mal. 50 Scheine kostet es, die investieren wir und gucken jetzt einfach mal, ob es sich lohnt oder eher nicht. Ich weiß nicht, vielleicht geht es auch nach hinten los. Müssen wir gucken, ich nehme den erstmal mit in die nächste Runde. Ja, natürlich auch, vielleicht wechselt auch gleich ein Dino. Jo, das macht er. Von daher haben wir jetzt gleich mal richtig schlechte Karten. Der macht uns gleich platt. Nee, doch nicht. Ja, den ziehen wir auch nicht alles ab. Alter, ist das bitter. Ich dachte, den können wir auf jeden Fall killen, aber das ist dumm gelaufen für uns. Schade, dass der kleine Dino gewechselt hat. Jetzt macht er natürlich gleich nochmal und dreht den Spieß auf alle Fälle um. Von daher ist es eine bittere Aktion. Nehmen wir den gleich mal mit ins Boot und greifen gleich mal zweimal an. So, ziehen den natürlich um, ein bisschen was ab. Ja, der hätte natürlich nur mit E'n drin, das ist klar. Cool wäre gewesen, wenn er mit alle vier rufgegangen wäre, aber so sollte es auf alle Fälle nicht sein. So, dann können wir uns natürlich den anderen Dino einfallen lassen. Wen nehmen wir da? Der ist weg vom Fenster. Würde ich sagen, gehen wir einfach mal auf Sieg und knüppeln alle drin. Ich weiß nicht, wie viel er blockt. Vielleicht blockt er auch ja keinen. Ah, drei blockt er, Alter, heavy. Richtig krasse Sache, hätte ich nicht gedacht. Na, ah, jetzt macht er uns platt, das war klar, okay. So, dann sehen wir auf jeden Fall keine Sonne hier gegen unserem Gegner. Der hat nur alle drei am Start, von daher ist es extrem bitter für uns die Laufen. Ah, hier hau ich jetzt alle drauf, was soll ich machen, ey? Bringt ja alles nichts. Wir könnten höchstens noch eben blocken. Ah, vielleicht reicht es, aber das reicht glaube ich nicht, wa? Oder? Na, Zähne hat er noch. Ey, gibst du ja nicht. Jetzt macht er uns platt, ohne dass wir Sonne sehen hier. Bittere Aktion. Gut, aber wir haben es probiert. Also von daher seht ihr natürlich gleich, dass wir hier noch ein bisschen was machen müssen, um hier irgendwie weiterzukommen. Ich hoffe natürlich, dass wir packen. Ist auf jeden Fall eine richtig schwere Aktion, die hier vor uns liegt. Aber wie gesagt, einen legendären Dino hätte ich schon gerne, beziehungsweise das legendäre Paket. Von daher müssen wir auf jeden Fall weiter probieren, hier irgendwas zu reißen. So, dann gehen wir auf unseren Amphibien-Dino und werden den erstmal entwickeln. Eine Stunde dauert, das investieren wir natürlich gleich. Anders hätten wir das eh nicht machen können. So, dann können wir hier gleich nochmal rufgehen, unsere Gratis-Tüte einfach mal abchecken. Ah, okay, okay, okay. Sollte auch nicht so wirklich für uns drin sein. Schade eigentlich. Verfügbar über 5 Gebäude mit einem Bonus von mindestens 11%. Okay, da müssen wir natürlich noch was machen. Das werde ich jetzt aber nicht machen, weil, wie gesagt, jetzt werden wir erstmal unsere Dinos ausbrüten und werden gucken, was wir da so reißen können. So, nehmen wir hier erstmal ein paar XPs, pimpen den natürlich bis auf 10, könnten den natürlich auch entwickeln, aber wie gesagt, wir entwickeln gerade ihn, von daher fällt das erstmal flach, würde ich sagen. So, dann pimpen wir den trotzdem bis auf 10, haben wir, können jetzt erstmal wieder zurückgehen und können natürlich den nächsten Dino ausbrüten. Hier haben wir ja neuen, noch einen Flugsaurier. Wie lange dauert das? 29 Minuten. Müssen wir uns jetzt natürlich auch erstmal wieder ein bisschen gedulden, können hier nochmal ein paar Scheine einsammeln und sind dann auch erstmal durch für heute, würde ich sagen. Wir müssen jetzt eh erstmal abwarten und gucken, was so passiert. Ich hoffe, ich pack's noch. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wer von euch diese Dinosaurier-Seltenheitsgrad legendäre Paket bekommen hat als Belohnung. Würde mich interessieren, wäre auf jeden Fall eine feine Sache von euch. Gut, wie ihr sagt, wir sind durch. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.